herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Die sehen auch sehr appetitlich aus auf der Speisekarte. McFlurry. Mein Kunde macht mich hier ganz verlegen. Das funktioniert so nicht. Hallo ihr Lieben! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zu unserem eigenen McDonald's-Store. Wenn ihr unser Video noch nicht gesehen habt, wir verlinken es euch, denn wir haben gestern McDonald's-Food selber gemacht. Und heute wird die Küche zum eigenen McDonald's-Store. Mhm. Wir haben hier schon einiges vorbereitet. Ihr seht natürlich alles, wie wir das machen. Eva ist etwas heute hinter der Kamera, also nicht wundern. Die begleitet das alles so mit, denn ich habe natürlich auch, wie es nicht anders sein darf, eine McDonald's-Ausrüstung mit dabei. Wenn wir dann alles hier schön gemacht haben und das wie unser McDonald's Store ausschaut, dann dürfen die anderen natürlich auch unser Zeug kaufen. Ja, ich hoffe, wir verdienen diesmal mehr Geld als mit unserem Weihnachtsmarkt. Ja, ja, das stimmt, aber es geht ja hauptsache um mal gucken, ob unsere selbstgemachten Burger auch schmecken und wie unsere Kundschaft heute so ist, ob die eher etwas zickig drauf sind und sagen, nee, es ist nicht zu vergleichen mit McDonald's oder vielleicht sind wir sogar besser. Ja, aber natürlich alles Spaß, Leute. Ja, natürlich. Wir haben hier auch ein paar Sachen mit dabei. Ihr habt ja schon ein bisschen gesehen. Wir haben hier Tassen, Becher und werden jetzt, haben auch so Leinwände, also so Leinwände beziehungsweise so Plakate, denn wir werden jetzt alles hier so ein bisschen in McDonald's Flair designen, damit man auch das Gefühl hat, wenn man hier reinkommt, dass es wirklich ein McDonald's Store ist. Und wie wir das machen, würde ich sagen, seht ihr jetzt. So, wir packen unsere Burger jetzt schon mal hübsch ein, damit wir sie auch gut verkaufen können. Wir haben hier einfach so Butterbrotspapier. Ist wie so eine Rolle Backpapier, nur eben zum Einpacken von Lebensmitteln. Also auch extra Lebensmittel geeignet. Und dann haben wir hier so Etiketten zum Zukleben, damit es auch gut hält. Und noch einen Stift zum Beschriften, damit wir auch wissen, was drin ist. Ich habe hier jetzt den Big Mac liegen. Wird einfach oben einmal, ich habe sogar ein bisschen viel abgeschnitten. Einschlagen, wenn es zu viel ist, wie bei Geschenkpapier hier auch. Einmal drüber. Dann kommt schon mal das Etikett drauf, damit es auch schon mal gut zusammenhält. Den bunten Teil schneide ich einfach einmal weg. Und dann einfach fest an der Seite zudrücken. Einschlagen. Und schön zudrücken. Dann wird das Ganze noch beschriftet. Das hier ist ja der Big Mac. Und verkaufsbereit. Als nächstes zeige ich euch, wie wir die Tüten für die Pommes und auch die Nuggets gemacht haben. Ich habe hier schon mal so ein paar M's vorgemalt und auch ausgeschnitten. Dann habe ich hier doppelseitiges Klebeband und das gleiche Papier, in das wir auch die Burger eingepackt haben. Also ganz einfaches Butterbrotspapier. Ihr könnt für die Pommes und die Nuggets natürlich auch einfach Butterbrotstüten nehmen. Aber ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr die selber machen könnt. So, rüberfalten. Dann schneide ich hier mit ein bisschen Abstand das Ganze ab. So, noch einmal falten. Dabei ist es wichtig, dass hier unten die Seiten schön alle aufeinander liegen und alle deckungsgleich sind. Dann schnappe ich mir ein Stückchen von dem doppelseitigen Klebetape und schließe damit hier einmal die Seiten. So, abziehen, draufkleben. Gut festdrücken. Und jetzt kommt der besondere Trick, mit dem das Ganze hier unten verschlossen wird. Ich falte einmal hier ein Dreieck hoch und auf der anderen Seite auch. Dann öffne ich das Ganze wieder, gehe dann hier einmal hinein und falte die Dreiecke flach. Dann schlage ich das Ganze einmal von oben runter. Dabei ist es wichtig, dass das Ganze hier über die Mitte drüber geht. Und dann einmal von oben hoch. Das Ganze überlappt sich hier in der Mitte wieder. Und in dem Bereich kann ich es dann auch hier einmal zukleben. So, wieder doppelseitiges Klebetape drauf, festkleben. Und jetzt ist die Tüte auch schon fast fertig. Ich kann jetzt hier einfach mit der Hand reingehen. Das Ganze öffnen und ihr seht, ist unten verschlossen und kann eben mit leckeren Sachen befüllt werden. Und das Ganze ist halt fettdicht durch das Papier selber. Das ist schon richtig schön beschichtet. Was kommt hier jetzt noch das Logo mit drauf? Auch einfach mit einem Stückchen doppelseitigem Klebetape befestigen. Das halt ein bisschen weiter oben. Ein bisschen weiter unten kommt dann noch ein zweites dazu. So. Und Tüte Nummer 1 ist fertig. Und im gleichen Stil mache ich jetzt noch ein paar weitere.
So, wir haben natürlich auch eigene Menükarten designt. Und wie ihr sehen könnt auf den Bildern, sind natürlich auch unsere wirklichen Bilder drauf. Also die Burger, die wir gemacht haben. Es gibt nicht ganz so viel Auswahl. Es gibt Big Mac, Cheeseburger, ein Fish Mac, unser leckeres, selbstgemachtes Eis. Hier steht zwar McCafé, aber egal. Das bieten wir alles an. Und dann haben wir hier auch natürlich die Logos ausgedruckt. Es gibt natürlich auch ein Special-Menü. Das zeigen wir euch dann gleich. Und was ich jetzt vorhabe, ihr kennt ja bei McDonald's, da gibt es ja immer diese Tüten hier so zum Mitnehmen. Wir haben jetzt hier so ganz normale Papptüten, die gibt es überall im Supermarkt zu kaufen. Und wir schneiden jetzt das McDonald's-Logo aus und kleben es einmal hier drauf. Eva hat ja schon, wie ihr das in dem Video dann auch seht, so kleine Tüten vorbereitet für Pommes und Nuggets. Genau. Und jetzt muss natürlich noch eine große Tüte kommen zum Mitnehmen, weil ist ja nicht jeder im Store und aktuell sowieso nicht. Deswegen, bei uns kann man nicht essen. Bei uns gibt es das auch gar nicht. Werde ich die jetzt bekleben und ganz easy einfach ausdrucken und hier ganz normal mit Tesa oder mit Bastelkleber draufkleben. Und das machen wir jetzt einmal. Wir werden jetzt unser eigenes Plakat hier kreieren. Das McDonald's-Logo kommt jetzt hier oben hin. Und unsere Menükarte, das ist natürlich heute unser Angebot. Zwei Fish Mac und ein McCafé. Passt zwar jetzt nicht so, weil das nicht ist. Ja. Ist ja aber egal, weil ich fällt es denen ja gar nicht auf. Wir geben einfach ein McFlurry dazu und Kaffee. Weil wir haben, mal gucken, ob wir was. Oder wir überkleben das, wie das bei McDonald's auch mal machen, wenn die Sachen ausverkauft sind. So. Gibt's nicht mehr. Keine Apfeltaschen heute. Wie das jetzt funktioniert, ist eigentlich total easy. Wir haben ja einfach nur ein ganz normales Plakat. Das wird jetzt auch hier einfach in die Mitte geklebt. Unser Aushängeplakat sozusagen. Das kleben wir jetzt hier schön in die Mitte. Das kommt jetzt hier hin. Und dann wird unsere Menükarte auch schon aufgehängt. So, wir haben eigentlich das vor, das Ding hier dran zu hängen. Allerdings erkennt man uns da nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Du kannst es auch einfach hinstellen. Dann stell es einfach davor. Eva, ich muss mal dein... Hau die Deko einfach runter, kannst du einfach runterziehen. Das Ganzjahresdeko. Ah, okay. Die Ganzjahresdeko. Die Ganzjahresdeko. Dann bleibt das halt hier so stehen. Perfekt, besser geht's doch gar nicht. Dann kann man gut erkennen. Die Menükarte, die wird jetzt hier hingeklebt, dass man auch natürlich sieht, was es gibt. Wir haben noch eine zusätzliche. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Eva ist gerade hinter der Kamera, die hat sich die geschnappt und ich habe mich jetzt schon in Position gestellt. Eva tut da die Kunden anlocken und tut das mal hier ein bisschen beobachten. Ich habe eine McDonald's-Mütze und natürlich auch meinen Pullover an. Meine Handschuhe werde ich jetzt gleich anziehen. Und dann hoffe ich, dass so die ersten Gäste kommen, dass wir was verkaufen können, Eva. Ja, das wird. Wie gesagt, die Karte passt nicht hundertprozentig, aber ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt noch hier hinten Pommes und natürlich Nuggets schön im Backofen. Ein paar Burger haben wir vorbereitet. Dann lecker Muffins, die auch Eva gemacht hat. Also wie wir das alles gemacht haben, das Essen, schaltet unbedingt in das Video rein von gestern. Da seht ihr das nämlich auch. Und auch die selbstgemachten McDonald's-Soßen. Ich habe hier auch schon die Tüten und alles. Und ich würde jetzt sagen, jetzt warten wir mal, bis die ersten Gäste kommen. Dann kann der McDonald's-Store eröffnet werden. So, Eva, ich warte immer noch. Denkst du, heute kommen überhaupt welche? Ja, es ist ja noch relativ früh. Also ich glaube, es wird noch Kundschaft kommen. Stimmt, heute. Und da wir ja kein Frühstück anbieten bei McDonald's heute. Oh, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, da, es ist offen. Herein. Hallo. Hallo. Ich hoffe, hier gibt es Essen. Ja, hat es schon gesprochen. Guten Tag, Ihre Bestellung bitte. Schönen guten Tag, meine Bestellung bitte. Einmal alles komplett bitte. Einmal alles einpacken. Wir haben hier eine Menükarte. Ich muss allerdings sagen, das ist ein McFlurry. Den kannst, wir haben Dime, wir haben Oreo. Was haben wir noch? Milka. Alles, was in der guten Tüte mit drin Guckt ist. Kommt schon hier die Tüten rein. Dann können wir Ihnen, genau, ein Fish Mac, Cheeseburger, Menü, ein Big Mac, Pommes, Nuggets. Tschüss, bis dann. Das funktioniert so nicht. Sie müssen hier schon bezahlen. Okay, wusste ich nicht. Entschuldigung. Ja, so. Schönen guten Tag bei McDonald's. Ihre Bestellung, bitte. Dann nehme ich einen Big Mac. Einen Big Mac zum Mitnehmen? Ja, gerne. Ja, kein Menü, nix. Wir haben hier oben auch gerade so ein Menü im Angebot. Dann nehme ich natürlich das Spezialmenü. Ja. Wenn das hier schon so steht. Das wäre mit... Mit, was habe ich denn zur Auswahl?
Mit Pommes? Ja, die nehme ich natürlich. Ja, natürlich. Pommes kriegen Sie. Noch irgendwas Besonderes? Dann will ich noch die Sprite hier nehmen. Ja. Und was haben wir denn hier sonst noch so? Ich glaube, so viel kann ich gar nicht tragen. Also, das passt erstmal. Ja? Ja. Wie viel Pommes so? Ja, so viel wie da reinpasst natürlich. Ohne Nuggets natürlich, ne? Wir müssen hier ein bisschen sparsam sein. So. Ja. Ketchup, Mayo bei Ihnen? Mayonnaise, wenn es sie gibt. Ja. Die ganze Packung. Ich schmecke so hier bestimmt so gut. Das sollte nicht. Sind so, die besten Pommes. Den Big Mac, den haben wir in der Mikrowelle warm gemacht. Ne? Kennen Sie ja nicht anders. Die kriegen Sie natürlich auch mit. Sonst noch einen Wunsch. Den Nachtisch, den nehme ich dann natürlich auch noch mit. Ja. Dann nehme ich einen. Wir haben nur Muffins im Angebot. Dann nehme ich die. Ja. Gut, dann bekommen Sie natürlich auch noch einen Muffin. Ich würde Ihnen den hier mit reintun. Sie können natürlich auch, ne? Ja, klar, das passt. So, okay, das macht dann. Jetzt muss ich kurz gucken. Sie haben das Menü. Ja, dadurch, dass Sie ja den McCafé nicht mit dazu nehmen, aber ein Getränk, ich würde jetzt sagen 5 Euro, bitte. 5 Euro haben wir. Vielen Dank, Eva. Wir werden hier reich. So, dann würde ich sagen, ja. Bon Appetit. Vielen Dank, werde ich haben. Gerne. Und noch viel Erfolg. Die Burger sind übrigens speziell selber gemacht diesmal. Dann bin ich natürlich gespannt. Mhm. Okay, Dankeschön. Ciao. So, erster glücklicher Kunde. Ja, wir haben Geld gemacht, Eva. 5 Euro. Mhm. Das ist gut, ich sammle das hier. Diese 5 Euro Stücke, ne? Wir wissen zwar nicht, ob es schmeckt, aber das wird schon. Wird schon, denke ich. Ja. So, es liegt jetzt eigentlich alles nur an René, weil er wird da jetzt dafür sorgen, ob es sich rumspricht, positiv oder nicht. Ja, und René also, sagt, René muss gutes Feedback geben. Ja. Oh, wir haben einen Ehrengast. Oh. Oha. Hm. Hallöchen. Jemand, der hier... Also, schönen Kommen guten Tag Sie mal an die Theke, treten Sie näher. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Ja, was haben Sie denn ja, so gerade? Ja, wir haben hier oben sogar ein Menü. Spezialmenü mit einem Cheeseburger und Big Mac kommt für mich nicht in Frage. Fish Mac würde vielleicht in Frage kommen. Ja, der ist sogar. Die sehen auch sehr appetitlich aus auf der Speisekarte. Die sehen original aus. Fotos, ne, von unseren Big Macs. Ja, ich weiß, deswegen sage ich ja, sieht sehr appetitlich aus. Wir haben auch Mozzarella Sticks im Angebot. Wir können auch McFlurry selber machen, wenn Sie das wollen. Mac was? McFlurry. McFlurry. Ja. Wie sagst du denn dazu? McFlurry. McFlurry. Sagt ihr Big Mac? So. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich würde tatsächlich, glaube ich, ein Fish Mac würde ich mitnehmen. So mitnehmen? Ja. Ja, natürlich. Will nicht hier essen. Oh, sogar eine Tüte. Macht ihr Pommes denn schon? Pommes haben wir auch, natürlich. Wo? Hier. Ja, das ist ein Mozzarella-Stick. Ja, das sind auch Pommes unten drunter. Ja, gut. Dann nehme ich ein paar Pommes noch mit. Ja. Cola würde ich mitnehmen. Mhm. Ich möchte gerne so eine Tasse mitnehmen. Ja, ich nehme die hier mit. Die kostet 9 Euro. 9 Euro? Ja, sicher. Ich nehme Kredit auf bei euch. Der gute McDonald's-Kredit. Ich kaufe euren Kanal, der ist ja nur 9 Euro wert. Nein, du verwechselst da was. Ketchup Mayo habe ich leider nicht im Angebot. Ich nehme das mit. Tut mir leid. Was hast du? Ketchup Mayo haben wir leider nicht im Angebot. Ich würde auch gerne so eine Mystery Box mitnehmen. Ah, tatsächlich? Ja, dann sind wir bei 30 Euro insgesamt. Bei 30? Wenn man erstmal anfängt, hier anschreiben zu lassen. Ich mache extra die, ich mache 20. Ja. 10, reicht das? Den Rest schreib mal an. Ja. Haben wir auch ein bisschen was. So geht's von 30. Eva, ich habe mir ein bisschen was von deiner Spardose mitgenommen. So geht's von 30 Euro auf 20 Euro. Aha, wir werden hier reich. Bitte, Sie können es auch gerne allen sagen, dass ich sich umspricht. Ja. Also ist alles frisch und selber gemacht. Ist zwar auch in der Mikrowelle aufgewärmt, aber. Ja, ist okay. So, ich kann das jetzt mitnehmen. Ja, das hört mir, ne? Natürlich. Gut. Gerne Feedback, ob es schmeckt. Ja, schmeckt wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall reicht's für den Tag. Ja, danke. Es reicht auf jeden Fall für heute. Vielen Dank. Ja, ich sag's weiter. Eva, wir haben reich. Es läuft, ne? Ja, weil ich das auch Tassen und so kaufen, hätte ich nicht gedacht. Macht sich deutlich besser als der Weihnachtsmarkt bisher. Ja, muss ich auch sagen. Und es riecht auch sehr lecker, ne? Ja, absolut. Läuft gut, Eva. Ja, der nächste Gast der nächste ist schon Gast, da. Die geben sich die Klinke in der Hand. Und es ist Danja. Hallo, ich höre, jetzt was zu essen. Ja, es ist sehr gut, dass es sich schon rumgesprochen hat. Das ist schön, dass es sich positiv Unsere Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Ja, wir haben sogar ein Menü heute. Also ich will erstmal sagen, herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Es darf nicht fehlen. Gibt hier auch irgendwo so einen Computer? Nein, nein. Also die Technik ist noch nicht ganz so weit, aber wir haben hier eine Menükarte. Ja. Wir haben diese digitale Station noch nicht geliefert bekommen. Ja, aber leider noch nicht. Das ist okay, aber dann seid ihr bestimmt sehr gute Verkäufer, wenn ihr die noch nicht habt. Die hat schon ganze 2 Kunden gehabt.
Ey, es ist auch erst eine Stunde offen. Yeah, also, nicht mal. Also ich fühle mich hier sehr persönlich angesprochen. Habt ihr denn was meiner speziellen Ernährungsform genügt? Ja, tatsächlich. Wir haben Pommes im Angebot. Dann haben wir auch Veggie-Burger, den ich allerdings noch schnell machen müsste, weil der sehe ich gerade aus. Okay. Aber gerne. Okay, also es gibt quasi einen veganen Burger für mich, dann nehme ich den. Und ja. Pommes. Gut, dann, wie es ja so bei McDonald's ist, ist ja immer nicht alles fertig, ne? Das ist übrigens Veggie-Fleisch. Genau. Ketchup? Ja, gerne. Sonst noch ein Spezialwunsch oder so? Außer Salat? Ich weiß nicht, was wir sonst noch drauf auf den Burger. Wir könnten noch Gürkchen drauf tun. Mhm. Wenn Gurken gewünscht sind. Die Pommes auf den Burger tun. Ja. Ja? Ja. Okay, dann ich mach mal zuerst das Fleisch. Trotzdem Salat oder ohne? Doch, gerne Salat, ja. Okay. Das ist ja absolut fantastisch. Das ist viel besser. Ja, ne? Besser als ja. Als man's kennt. Ja. Ey, das ist besser als jeder Burgerladen, den ich kenne. Die verkaufen sich auch sehr, sehr gut. Können wir sehr empfehlen. Sollten direkt mitgenommen werden. Wir hatten gerade schon jemanden, der welche gekauft hat. Ja. Echt? Tatsächlich? Ja. Wahnsinn. Der ist ja auch sehr schön. So. Aber ich benutze das meistens nicht. Ich nehme immer die Tassen, die hier unten sind. Ja. Ich würde Ihnen empfehlen, das nochmal in die Mikrowelle zu tun. Okay. Sonst könnte es vielleicht nicht so schmecken. So. Die Mikrowelle ist ja zum Glück nicht weit weg hier. Richtig. Und dann fehlt der typische McDonald's-Flair-Geschmack. Das muss ein bisschen labbrig. Muss ein bisschen labbrig werden. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Nee, ich glaube nicht. Danke schön. Echt nicht? Ich würde noch was hier trinken müssen. Gerne. Was das? Was? Wir haben Cola verteilt. Dann hört es schon auf. Und alles, Käffchen. Oh, und alles zuckerfrei. Sehr gerne. So, das ist ja schon fast ein Menü, ne? Schon ein Menü, ja. Ja, da bekomme ich... Spezielle Preise? 4 Euro bitte. 4 Euro. Ja. Mit wundervollen Customer-Service bekomme ich sogar 1 Euro Trinkgeld. Boah, das ist so nett. Oh. Wir werden natürlich auch dann wahrscheinlich danach für alle Pizza bestellen von dem Geld. So, vielen Dank. Wenn es Ihnen geschmeckt hat, dann tun Sie uns doch gerne bewerten und geben Sie dem Video einen Daumen nach oben da und ein Abo. 5 Sterne. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Bon Appetit. Eva, läuft, würde ich sagen. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Wir haben so richtig fett Kohle gemacht. Ihr glaubt nicht, was gerade hier passiert. Ja, ist aber kein Problem. Oh. Ich bin aus Versehen dagegen gefahren, aber... Nee, McDrive. Ich hab sogar ein Kindermenü. Möchtest du ein Kindermenü? Wo ist denn die Karte? Übrigens haben wir leider keinen McDrive. Wenn Sie McDrive fahren, müssten Sie hier außen lang fahren und am Fenster vorbeifahren. Weißt du, wie schwer es ist? Oh ja, fahr mal am Fenster außen vorbei. Ja, dann gehen Sie mal auf den Weg. Nee, das ist Personalbereich. Muss ich jetzt nach außen fahren? Ja, du musst raus und dann musst du außen am Gebäude vorbei. Und dann gehst du hier oben an das Fenster und dann klopfst du. Darf ich mal kurz die Kamera nehmen? Nö. Ich muss mal kurz filmen, wie witzig das aussieht hier unten. Nö. Wie, muss ich jetzt nach draußen? Ja, okay. Ja, theoretisch. Das McDrive ist da am Fenster. Okay. Aber Sie können natürlich, wenn Sie jetzt hier Sie sind, können aussteigen. Kannst du gleich hier bleiben. Steigen ja. Sie gerne aus Ihrem Auto aus. Ah. Ich nehme Ihre Bestellung auf. So, was haben wir denn Schönes? So, herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Was ist das schon wieder? Ja, stopp, so läuft das hier nicht. Ne? Selbstbedienung. Das ist keine Selbstbedienung. Ach so. Weißt du, woran mich das erinnert? An deinen Kollegen René. Oh, René ist auch so. René ist auch so. An und wollte alles mitnehmen. Ja. Also, ich kann Ihnen gerne unser Menü heute oben anbieten. Ja. Oder auch, wir haben Maggie Burger, wie hat er gesagt? McFlurry. Wir haben es von uns falsch ausgesprochen. Wir hatten von uns einen Kunden, der hat gesagt, dass wir es falsch ausgesprochen haben. Das war sicherlich Kahn, oder? Das weiß ich nicht. Ich kenne meine Kunden alle nicht persönlich. Wir haben Pommes, wir haben Nuggets, wir haben Mozzarella Sticks, wir haben Fishmack, Cheeseburger, Big Mac. Alles, was das Herz begehrt. Also Ihre Bestellung bitte. Kaffee, Muffins. Eine Frage. Ja? Könnte ich mit Ihrem Manager sprechen? Ich möchte mich bei einer Mitarbeiterin beschweren. Über eine Mitarbeiterin. Ich bin die Managerin hier vom McDonald's Store. Oh Mann, da kann ich mich... Ja. Tut mir leider leid. Kann ich mich trotzdem über Sie beschweren? Nein. Mann. Was gibt's denn so Beschweren? Das sind so originale Bilder unserer Bürger. Also, traumhaft. Ich hätte gerne einen Fishmack. Oh, der ist sehr begehrt heute, muss ich sagen. Ja, ne? Ja. Haben wir ein Glück, dass wir noch genau einen da haben. Ein Fishmack hätte ich gerne. Wirklich der letzte? Dann hätte ich gerne. Haben Sie Sprite? Ja, haben wir. Ja, Sprite hätte ich gerne. Ja. Dann hätte ich noch gerne. Wir haben auch vom McCafé selbstgemachte lecker Muffins. Ja, würde ich auch gerne nehmen. Ja, das würde ich Ihnen sogar extra in der Tüte einpacken. Ja, sehr gerne. Und dann hätte ich ganz gerne Ihre Telefonnummer. ja, die finden Sie auf... Den Kasten bitte, oder?
auch einen Kassenbeleg, schreibe ich in die Telefonnummer drauf. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, aber ich glaube, das war's schon. Ja, und Nuggets oder so auch nicht gewollt? Oder McFlurry, Flurry, Flurry, Flurry. Noch ein McFlurry würde ich ganz gerne. Ja, haben. Sehr gerne. Was soll es denn für eine Richtung sein? Oh, das gibt sogar Richtungen hier. Ja, sicher. Ja. McFlurry gibt es immer in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich bin gerade erstaunt über dieses Super McDonald's. Ich mag zwar die Mitarbeiterin nicht, aber... Aber gerade eben wollten sie noch die Nummer von der Mitarbeiterin. Okay, das stimmt. Also, ich kann Ihnen anbieten, wir haben diese vier Geschmacksrichtungen. Ja, ich nehme Oreo. Ja, kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Gucken Sie, Sie bekommen das sogar noch hier so einen Becher. Ah. Das ist sogar alles hier ganz frisch, wird das gemacht. Weiße Schokolade ist okay, Oreo? Ja. Ja, kriege ich jetzt meine Bestellung? Warten Sie mal, bei McDonald's dauert das manchmal ein bisschen. Sie können eine Nummer kriegen und sich setzen. Wir sind sehr beliebt hier. Ja, ich muss sagen, der Laden gefällt mir auch. So, wissen Sie jetzt, warum ich über Sie beschweren will? Warten Sie! Hallo, kennen Sie das nicht, dass man manchmal auch etwas Wartezeit mitbringt? Ja, das reicht schon. So viel will ich, also so viel reicht mir schon. Besonders auf McFlurry wartest du immer. Ja, okay, das stimmt, haben Sie recht. So. Ich kann aber auch mit Karte zahlen, oder? Nein. Nö, ich habe kein Bargeld dabei. Ich kann Sie nur müssen Karte alles bar bezahlen. Nö. Oder Sie arbeiten ab jetzt hier. Also, Sie wollten jetzt einen Muffin, dann Ihr Oreo, dann ein Fischmeck. Ich zahle mit Karte. Wollt ihr jetzt noch irgendwas haben? Nee, ich möchte nichts mehr. Was macht das Mein denn? Kunde macht mich hier ganz verlegen. Das funktioniert so nicht. Ja, was wirklich. Macht das denn jetzt? Bitte nicht mit unseren Mitarbeitern flirten. Ich würde sagen, machen wir mal so 12 Euro. Da haben wir 10. Ach komm, 10 sind okay. Ja? Die sind halt großzügig. Boah. Genau, der Rest ist für Sie. Also muss sagen... Hä? 12? 10, der Rest ist für Sie. Ich wünsche Ihnen Bon Appetit. Ja, nee, wir checken jetzt mal, ob alles da ist, ne? Ja, Mario haben wir leider heute nicht. Pommes wollten Sie nicht haben, ne? Nee. Vielen Dank, aber ich muss sagen. Ja. Vielen Dank und die Nummer finde ich auch gut, oder? Ja, die ist irgendwo unten, ganz weit unten drauf geschrieben. Okay, vielen Dank, da muss ich aber jetzt auch wieder los. Ja, dann fahren Sie mal los. Bitte seien Sie vorsichtig, dass Sie keine Leute überfahren mit Ihrem Papier. Nö. Tschüss. Oh. Gott, das ist ein Kunde, ey. So, ich habe Eva jetzt nochmal hergeholt, die will jetzt unbedingt nochmal so ein. Ob die überhaupt schmecken. Ich werde mich jetzt erstmal hier mit den Cheeseburger gönnen. Schmeckt? Mhm. Jawohl, so muss es sein. Also, ich meine, die Kundschaft hat ja heute auch dafür gesprochen. Ja. Also, es sind alle da gewesen und sie haben gesagt, es war lecker. Das ist schön. Besser als bei McDonald's. Ja, es. Obwohl, nein, selbst Leute, gemacht ist immer klar, es ist alles Fastfood, aber ganz ehrlich, wir essen es trotzdem alle gerne. Und man muss sich auch mal was gönnen. Wir haben für jeden was dabei gehabt, also Veggie-Burger, Fisch. Also ich muss sagen, der Fisch-Mac war sehr, sehr beliebt heute. Ja, war unser Highlight. Ja. Wir haben immer noch sehr, sehr viel da und natürlich, Leute, die kriegen das Geld wieder. Es hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und was hättet ihr denn heute bestellt bei uns? Was hättet ihr heute gegessen? Also ich muss sagen, ich fand alles sehr ansprechend, aber die Burger, die waren schon nicht schlecht. Die Burger waren richtig gut. Ich bin auch immer ein großer Fan von Mozzarella Sticks und die Muffins natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, die süß wollten sie heute alle irgendwie nicht so, aber es ist ja nicht schlimm. Ich hab Muffins, aber irgendwer. Wenn ihr Bock habt, dass wir sowas nochmal machen, vielleicht mit Starbucks oder KFC, keine Ahnung, schreibt gerne alles in die Kommentare. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Gute Fahrt. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oder was sagen die immer? Genau. Lassen Sie sich schmecken.